Und das Glück ist stets... Boltax ist zufrieden. Das Glück ist stets mit den Rechtschaffenen. Benfex ist... Ja, bitte. Ist jetzt nicht der schlechteste Name, ist in Ordnung. Und mit Mondsilbern klingt sowieso alles poetisch, findet ihr nicht? Ich bin mir sicher, im Tudamidia kommt das noch einiges besser hinüber. Nun, ich denke, ich kann mit diesem Namen besser leben als mit einem Pilzschiff. Was für ein seltsames Wort, Bovist. Und sind sehr schmackhafte Pilze, also bis auf die Orklandbovisten. Ich wollte es gerade sagen, nach allem, was man hört, sind Orklandbovisten richtige Sauhunde. Ja. Von denen sollte man nicht. Ja, ich habe selbst nie das zweifelhafte Vergnügen gehabt, einen kennenzulernen. Aber mein alter Schwertvater hat mir damals lang von ihnen erzählt, wie sie im letzten Orklandfeldzug, an dem er teilgenommen hat. Also, ich habe in den letzten 2 Jahren ein bisschen Tudamidia gelernt. Wenn wir es Tudamidisch nennen wollen, dann wäre es die Altinion Alquatiel. Wir könnten einfach den Namen auf Tudamidia unter den auf Garite pinseln. Na, mir ist egal. Schon, ihr wisst schon, so als Kopfnicken an die Mada Basari. Das würde sich sicher gut machen. Die tulamidische Kalligrafie ist herausragend. Und für die Gareti sieht es einfach wie eine hübsche Verzierung aus. Für die Gareti, die keinen Tulamidia können, in der Tat. Nun, ich kenne nicht viele Gareti, die Tulamidia lesen können. Ich selber kann es nicht und ich bin dann oft genug hier gewesen. Ich dachte an die einfachen Matrosen oder so. Nun ja, bei Ihnen ist es nicht zu vermuten, dass Sie in den tulamitischen Schriftstil pflegen. Sag mal, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Also, wir haben jetzt jeden Tag 2 Leute an. Jetzt Praios und also diesen Wüchte Praios. Und. Nun, wir werden dann einige. Brauchen wir ja noch ein paar Monate. Wir werden einige Spezialisten brauchen. Ich werde nicht darum herumkommen, die von Hand zusammenzulesen. Aber was die Mannschaft da angeht, nun, auf den Aushängen steht, dass sie am Rohalstag, zumindest hier in der Stadt, am Rohalstag in der Seebestattung auflaufen können. Also wenn wir uns da hinsetzen. Ihr wisst schon, mit einem Hut und einem Bier und einem Sack voll Geld und einem Stück Papier und dann werden sie sich eintragen. Und die Leute, die wir hier nicht auftreiben, vielleicht in Kulturm. Das noch dazu. Und wir brauchen eine Person ein, die wir hier kennen. Erinnert ihr euch noch? Argos Schar? Argos Schar wird sicherlich nicht mit uns segeln. Ihr habt gesagt, eine, die wir hier kennen, nicht eine, die mit uns segeln will. Ja, aber eine kennen, die wahrscheinlich mit uns segeln würde, wenn wir sagen, es springt da was für dich raus. Ja, Boltax, jetzt doch einfach, wie du meinst, wir kennen 1000 Leute. Ja, aber hier kennen wir nur einen. Meinst du den Knüppler? Ja, den Knüppler, ganz genau. An den hatte ich gedacht. Überleg doch mal. Wer ist das denn? Ein Schläger. Der hat uns durch die Straßen hier geführt, zu dieser Kammer, wo sich unsere gute Freundin versteckt hatte. In ihrer Gule, die Bibliothek. Ich hab keine Ahnung, wen du meinst. Warum schlagt ihr deutsches Volk für unsere Besatzung vor? Was soll dabei rauskommen? Jesina Melinai, Grafie. Ja, ich weiß, was du meinst und ich weiß, wir sind da durchgelaufen, aber ich weiß doch nicht mehr, wer das war. Oh, aber ich weiß noch, wer das war und er war eigentlich ein ganz kompetenter Schläger. Ist. Ja, Boltax, wenn du unbedingt den Schläger anheuern willst, ich glaube, der macht doch, der kostet eh nix. Ah. Und wenn du unbedingt einen Freund brauchst, können wir dem sicherlich nicht widersprechen. Es geht weniger um mich, aber überlegt mal, jemand, der sich in Gassen auskennt, könnte wichtig werden. In den Zorganer Gassen? Er wird sich auch in anderen Gassen gut auskennen. Wenn man sich in einer Stadt auskennt, kennt man sich in allen Städten aus. Nun jedenfalls, sie werden am Rohalstag Mannschaft aufnehmen. Es werden sicherlich in den 1-2 Tagen danach noch ein paar eintrümpfeln, die dich dann fragen, wann ist Rohalstag? Die nehmen wir auch noch mit. Dann lassen wir sie ein oder je nachdem, wie viele wir haben, in 2 verschiedenen Mannschaften auf dem Schiff einmal Test laufen. Ihr werdet schon auftakeln, Segel setzen. Und dann werden wir ein Bild haben. Ja, das klingt doch gut. Lan, wann ist Rohalstag? Morgen, Boltax. Heute ist schließlich der gesegnete Praios-Tag. Könnt ihr es nicht am goldenen Schein der Mittagssonne ausmachen? Nein. Man braucht wohl einen Sinn für sowas. Macht euch nichts draus. Wir brauchen mindestens, ich würde sagen 40 Mann, die wir hier auftreiben müssen. Alles andere ist natürlich besser, wie gesagt, aber mir
300 Mann hatte ich für realistisch mit allem drum und dran, aber wir werden 40 brauchen, um in See stechen zu können. Nun, ich hoffe, ich kann die horatische Besatzung überreden, unsere Reise mitzumachen. Das die sind eingespielte Fachkräfte auf diesem Gebiet. Die kennen das Schiff. Wie ich Horasia kenne, dürften das dann 50 Mann sein? Vermutlich. Gut, hätten wir schon 100 Mann. Es ist wohl das Beste, wenn ihr euch darum bekümmert und ihre Fähigkeiten müssen sowieso nicht überprüft werden. Das vermute ich auch. Ist die Frage, ob sie bereit sind dazu, natürlich. Aber gut, also machen wir Folgendes. Ich werde mich morgen in der Seebestattung aufpflanzen und ihr kümmert euch währenddessen um die Horasia. Das klingt nach einem vernünftigen Plan. Nun, Raphim, Beutax, Philamin, was schlagt ihr vor, was ihr morgen unternehmen werdet? Naja, Beutax. Okay, ich würde sagen, einer von uns sollte unserem Alchemisten Schwimmen beibringen. Und einer sollte sich um den Knüppler kümmern. Und einer sollte, ich würde Jalan irgendwie unterstützen, wenn der da alleine mit einem Sack Geld sitzt. Und da kommen 40 Raubeinige rein, dann ist der Sack Geld schneller weg, als er gucken kann. Natürlich. Nun gut, dann haben wir noch den ganzen Rest des Tages zu unserem Investment Vergnügen, nicht wahr? Aber mir habt ihr euren Säbel dabei? Natürlich. Gut, trefft mich im Garten, wir müssen fechten. Jetzt? Euer Duell? Jetzt, Abelmir, es ist noch Zeit bis zum Abendessen. Ich muss mich ablenken. Na gut, wenn ihr unbedingt eine Fechtstunde haben wollt. Ich muss üben, wie man mit einer Hand umgeht und sagen wir einfach, dass Leonida ein wenig skeptisch ist, dass meine Bemühungen, was das ist, angeht. Ich verspreche euch, ich werde euch gut aussehen lassen. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt euer Duell, was ihr schon so lange aufgeschoben habt. Ich denke, das hat sich erledigt in der Zwischenzeit. Sagen wir einfach, es ist die Schuld, wurde durch Taten abgegolten. Nun, habt ihr euch schon überlegt, ob ihr eine Prothese haben wolltet? Wir hatten ja darüber gesprochen, ich werde so eine Art, nennen wir es mal, Veteranenhand brauchen. Wir sind auf dem Weg hierher geritten, das war... Und wir können froh sein, dass der gute Vitus sehr gut auf mich eingestimmt ist, ansonsten wäre es unbequem geworden. Ich brauche etwas, womit ich Zügel halten kann, oder in diesem Falle wohl ein Steuer. Ich glaube, ich werde mir in den nächsten Tagen ein paar Gedanken zu machen, wie ich euch helfen kann. Aber nun, nehmt euren Säbel und kommt mit. Ach ja, ich erinnere mich doch an Bisfabul. Das waren noch Zeiten. Damals. In Yol'Gormak. Ja, dann vergisst er eine einzelne Träne und dann nimmt er seinen Säbel und geht. 10 Minuten später steht Jalan vor Abelmir. Hinter ihm steht die wunderhübsche Isha Sabakerimi, die sich so ein bisschen spielerisch um Abelmir herumwindet, ihn umarmt mit ihren Händen und verführerisch zu Jalan grinst. Kirida, ich bin beschäftigt. Du lenkst mich ab. Lass mich doch ein bisschen an dir rumspielen. Ich habe dich so lange nicht gesehen. Ja, ich weiß, aber wenn du mich um mich rum bist, so in der Art kann ich mich nicht auf Jalan konzentrieren. Schau ihn dir doch an, der kann sowieso nicht kämpfen. Aber du willst doch nicht, dass dein guter Abel mir am Ende schlechter dasteht, weil er versehentlich über dich stolpert, oder? Keine Sorge, wird er wohl nicht. Ich habe deine Frau schon kennengelernt. Ist ja eine ganz reizende. Ich weiß, bezaubernd, nicht wahr? Ja. Sarkasmus geht direkt an Jalan vorbei. Na gut, dann lasse ich euch mal. Aber wenn du dann später wieder verschwitzt bist, kommst zu mir. Ich drücke noch einen Kuss auf. Ich streichel dir auch ein bisschen den Rücken. Ja, Kirita. Nun, es erscheint mir, als wäre nicht nur meine Frau sehr bitter, wenn wir wieder allein in See stechen. Nun ja, Frauen haben ihre Art, sich auszudrücken. Sie ist sehr glücklich, aber mit mir. Und ich mit ihr natürlich. Ich bedauere es nicht, bei der Hochzeit anwesend gewesen sein zu können, aber... Nun ja. Seid ihr wirklich glücklich wie eure Frau? Selbstverständlich. Jetzt, wo wir unter uns sind, ihr müsst sie nicht lügen. Ich gebe zu, dass sie eine gewisse Abneigung gegen alles hat, was mit meinem Abenteurerleben zusammenhängt, aber deswegen habe ich sie wohl nicht geheiratet. Ich versichere es euch, sie ist eine sehr... dominante Frau? Wollte Rondra gefällig sagen. Und sie ist aus einem guten Haus. Und sie kümmert sich sehr liebevoll um die Kinder. Ich hoffe auch liebevoll um euch. Sagen wir einfach, es war...
Es war leichter, als ich im Ruhestand war. Und während ihr mit euren Füßen einen kleinen Sandkreis zeichnet, was tut derweil Zulamin? Ich nehme an, sie bringt ihre Sachen, die aus dem roten Gästezimmer geworfen wurden, ins Haremszimmer. Denn das ist für sie durchaus passend als Schlafgemach. Ja, alles ist voll mit Sofas und Sitzkissen und es ist zwar kein richtiges Bett, aber es ist unglaublich gemütlich. Ja, und dann würde sie mal zurückschauen zu Boltax und Raffi, was die so machen. Ja, Boltax, Raffi, was tut ihr dabei? Ja, ich lästere mit Abemirs Frau, so es denn möglich ist, über die Frau von Yalan, also über Lemida. Ja, Isha Sabakerime kommt nach kurzer Zeit, hat er wohl Abemir gerade noch so ein bisschen im Garten verführt, und kommt dann wieder nach drin, will wohl gerade erstmal ins Visierenzimmer gehen, was sie sich mit Abemir gekrallt hat, aber bleibt dann erstmal im Innenhof stehen, im Atrium. Oh, Isha, gut siehst du heute aus. Na? Ja, danke, wie immer. Wie war dein Tag bisher so? Alles gut? Ja, ich habe die neue Frau von Yalan kennengelernt, aber das, die kanntet ihr schon, ja? Nun ja, aus Erzählungen, sie ist wohl wirklich eine sehr spezielle Person, wenn ich das mal so sagen darf. Ohne dass Yalan jetzt zuhört, er regt sich immer gleich furchtbar auf, weil, naja, er scheint sie wohl irgendwie anders sehen, aber das sieht niemand sonst so, oder? Das ist nur mein eingeschränkter Blick. Was meint ihr? Abemir meinte noch, dass Yalan früher in Isarun verliebt wäre, also ich bin ganz froh, dass Isarun jetzt nicht hier ist. Oh, naja, also mit Isarun hätte er definitiv einen besseren Griff gemacht, denn das Ganze unter uns, das wäre schon besser gewesen. Die neue Frau, also sie ist wirklich sehr anstrengend. Und ja. Habt ihr mal gesehen, wie sie sich kleidet? Oh, also ich verstehe davon ja nichts. Naja, im Orkland hat man ja auch nichts. Ja, das ist richtig, nur Orkland-Puristen. Aber gut. Vielleicht ist das der Spitzname für sie. Jalans kleiner Orkland-Purist. Ja, aber wirklich Stil haben nur die Horasier und natürlich die Aranya. Oh ja, ich muss sagen, das ist, Ich finde euren Kleidungsstil schon sehr angenehm. Zumal es so luftig und locker ist. Das erinnert mich doch sehr an einen. Ja. Habt ihr nicht noch selber Kleidung? Ich war der Meinung, ich hatte irgendwo in der Waschküche eure alten Kleidungsstücke aus Aranien gefunden. Ja, genau. Die habe ich ja noch, stimmt. Das mit einem kleinen Zwergenturban. Ja, und wunderbarer. Flechtkunst für mein Bart. Oh, das muss ich auf jeden Fall für unser Gespräch. Hallo, Zulamin. Oh, Zulamin. Komm doch. Ah, hallo, Isha. Hallo. Na, was konspiriert ihr denn hier? Wir reden ein bisschen über Kunst, über Mode, über Horasia, Aranya und über die Leute im Orkland. Nur Gutes, versteht sich. Na, dann habt ihr ja genau den richtigen Gesprächspartner. Nun, kommst du auch aus dem Orkland? Wohl kaum. Ich komme aus Fasar. Achso, ich meinte Boltax. Nein, aber ich komme aus einer... Ach, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber ich fand gerade den Vergleich zwischen... einer gewissen anwesenden Ehefrau von Yalan und einem Orkland-Buristen doch ganz passend. Weißt du, ich bin etwas verwundert, aber mir hat mir nie erzählt, wie hübsch du bist. Und normalerweise sagt er mir alles, aber dass er diese Schönheit nicht erwähnt hat, finde ich jetzt etwas, naja. Ach, das liegt einfach daran, dass ich ein gut gelehrter Zwerg bin, aber mir... Jetzt spreche ich gerade mit Zulamin, hallo. Ach... Ihr schmeichelt mir, Isha, aber ich denke, es ist davon auszugehen, dass er es nicht erwähnt hat, weil es für ihn ohne Bedeutung ist. Außerdem bin ich genauso hübsch wie du. Ihr seid eine wahre Schönheit. Genauso hübsch wie du, sag ich ja. Und er hat mich geheiratet. Ich muss mir also keine Sorgen machen, oder? Sie würfelt mein Menschenkenntnis.
Und weil sie dich nicht einschätzen kann, dreht sie sich um, ihr Schleier weht noch so ein bisschen und sie verschwindet. Warum solltet ihr euch Sorgen machen? Das war ein wirklich abrupter Abgang. Findet ihr nicht, Boltax? Ich bin da raus. Ich verstehe euch Menschenfrauen sowieso nicht. Aber... Wisst ihr, manche Menschenfrauen verstehe ich auch nicht. Was tut derweil Rafim? Ja, Rafim würde sich mal über das Geländer bücken. Zulamin, komm mal hoch hier. Komm mal. Wunderbar. Ja, Rafim geht an seine Kiste in seinem Zimmer. Zulamin, komm mal rein und mach die Tür zu. Wird gemacht. Also, was ich dir jetzt zeige. Du weißt ja, die anderen sind manchmal ein bisschen weinerlich. Und wenn Jalans Frau das sieht, dann fängt ihr wieder die Schreierei an. Und dann klatsche ich hier an und dann schreit Jalan wieder rum und ja, du weißt, wie es enden wird. Ja, und das wollen wir unseren Ohren nicht antun. Obwohl ich hier wirklich gerne eine klatschen würde. Es gibt, aber wirklich, egal. Es gibt wirklich wenige Personen, bei denen man beim ersten Treffen schon über Mord nachdenkt, oder? Ja, das ist... Oder vielleicht passiert euch das öfter? Ja, also da gibt's schon so ein paar Gelegenheiten, ne? Da weiß man natürlich nicht, ob der andere das noch so den nächsten Tag erlebt. Rafim würde seine Kiste aufmachen. Holt daraus eine kleinere Kiste. Das ist etwas aus der Heimat. Ich habe meinem Großmeister ja einen Brief geschrieben, das wisst ihr ja. Und er hat mir nur das Beste geschickt. Und Rafim würde mal einen Drogenkoffer ausmachen. Ich dachte mir schon, dass ihr nicht das Elefantenfleisch meint, das ihr den anderen gegenüber erwähnt habt. Richtig, richtig. Aber eine Warnung vorher. Das ist Alanfanisch und vieles davon ist, wie Abel mir es ausdrücken würde, weil er ja ein gut gebildeter Mann ist, sehr. Na, ich weiß das Wort nicht mehr. Das Zeug macht einen geil wie die Ratten. Ich sag's euch vorher. Deswegen. Wir sollten das für eine besondere Gelegenheit aufsparen und einen Rauschsegen darüber sprechen, oder? Ja, ich nehme das ab und zu, weil ich das echt... Das macht doch viel Spaß. Wartet mal, hatte euer Schlafzimmer nicht auch Zugang zu dieser kleinen Schatzkammer? Habt ihr dann den Schlüssel? Nicht, dass Leonida sich in euer Schlafzimmer verirren würde, das kann ich mir kaum vorstellen. Ja, ich nehme die Kiste eigentlich immer mit, weil man könnte es ja irgendwann brauchen. Immer am Mann. Oder am Bären, ehrlich gesagt. Stimmt. Unter den Statuen kontrolliert mich schon lange keiner mehr. Ich glaube, auch von mir das Rücken wird das sicherlich keiner klauen oder näher in Augenschein nehmen. Ja, also... Wenn ihr mal welches wollt, sag Bescheid. Danke. Aber es ist echt stark. Ich weiß, ich hab das schon dreimal gesagt, aber wenn man es so nie genommen hat. Ja, und es macht auch einen Unterschied. Ich meine, ihr seid dreimal so groß wie ich. Es gibt natürlich auch eine ganz andere Dosierung. Ja, also ich kann euch das ausrechnen. Ich nehme das ja öfter. Aber das ist wirklich allein vanisches. Beste Qualität. Doch unfassbar teuer, ehrlich gesagt. Aber es ist es wert. Ich wollte euch nur informiert haben. Fühle mich geehrt. Allein schon, dass ihr mir davon erzählt. Natürlich. Ihr seid ja die Einzige, mit der man das hier nehmen kann, ohne dass die... Ja, ne? Ja. Du kennst die anderen, ja. Naja. Die legen mir dann ja noch zwei Wochen in den Ohren. Einfach eine andere Kultur. Ja, die sind einfach ein bisschen weinerlich. Dann schreiben wir den 20. Praios 1031 nach Bosporans Fall. Späte Zarstunde. Ihr steht gerade im Garten und duelliert euch mit Säbeln und Nachtwind. Wie sieht es aus? Am Anfang wird Jalan auf jeden Fall einstecken. Die ganze Sache geht immer mehrere Runden und Abelmir wird ihn viermal sehr vorführen. Bis Jalan so langsam sich wieder eingewöhnt hat. Er hat natürlich in letzter Zeit oft und viel den Umgang mit der linken Hand geübt. Aber richtiges Säbelfechten gegen jemanden wie Abelmir, der wirklich gut ist, war ihm natürlich noch nicht vergönnt.
Und man wird es auch den ganzen Kampf und die ganzen Übungen, die Alan dann durch die Alan Abelmir fast schon zwingen wird, übermerken, dass Abelmir technisch gesehen einfach besser ist und mehr drauf hat, auch an seine Waffe besser gewöhnt ist. Aber Yalan halt am Ende des Tages immer noch stärker und schneller ist. Deswegen, ich glaube, beide geben sich da nichts und kommen mit blauen Flecken hier raus. Gibt es einen Punkterichter, wird aber Abelmir definitiv der Gewinner sein. Also Abelmir dann wesentlich eleganter. Das auf jeden Fall. Mit geschmeidigen Betaner-Kampf-Magier-Regeln dann das Duell ja so ein bisschen dominiert und du dich dann mit Hauen und Stechen wehrst. Noch ein bisschen ungelenk. Und dann kommt ihr wieder zurück, erst übers Atrium, dann in die Küche, beziehungsweise könnt ihr euch allesamt im Speisezimmer sammeln, was neben dem Salon im Obergeschoss liegt. So könnt ihr eine gute Speise einnehmen, die euch Ingra schon in der Zeit gekocht hat, der, wie gesagt, als Hausverwalter das Ganze dann noch so ein bisschen sich so ein bisschen auskennt in der Küche. Und so werden viele Pilze in verschiedenen Geschmacksrichtungen vor euch stehen. Ich wundere mich, Ingrasch, wo kommt ihr solche Pilze überhaupt her, hier unten in Zorgan? Ich meine, Vortax, hilf mir nochmal auf die Sprünge, wenn ich mich erinnere. Wachsen diese hier nicht nur unter der Erde? Ja, aber das ist alles unter der Erde. Geschaut? Wir haben eine kleine Kaverne hier mit Pilzen. Da wächst natürlich nicht alles, aber einen kleinen Teil davon kann man, ein bisschen anderes Aroma gibt das schon. Man kann es schmecken. Hier, nimm mal die braunen hier. Ja, genau, nimm die Maronenröhrlinge. Das schmeckt man schon, dass die, nicht in ihrem natürlichen Habitat gewachsen sind. Der Boden tut hier nicht ganz gut. Man muss wissen, Aranien ist nicht so fruchtbar. Wenn das so weitergeht, ich sag's euch, gewöhne mich irgendwann noch in eure zwergische Küche. Ja, das ganze Getreide, was hier auf den Feldern steht und das zieht den ganzen Nährstoffen raus, da bleibt für die Pilze nix. Ihr solltet versuchen, ein wenig des Getreides zu verarbeiten in euren Gerichten. Also eigentlich zieht es ja Mineralstoffe aus dem Boden, keine Nährstoffe. Nährstoffe werden vom Pilz oder der Pflanze selbst produziert. Hm? Ich hab davon keine Ahnung. Ich züchte die nur. Habt ihr auch so Pilze, die auf Strohballen wachsen? Das ist doch praktisch, dass hier so viel Getreide angebaut wird, oder? Beutag, du bist. Ja, du hast doch den goldenen Barista oder sowas bekommen von. Genau. Es gibt tatsächlich Pilze, die wachsen auf Stroh. Das ist ein probates Nährmedium. Aber naja, wir müssen auch ehrlicherweise sagen, das sind nicht immer unbedingt genießbare Pilze. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Sie schmecken jedenfalls köstlich, Igna. Ja, neben euch sitzt oder hat eben gesessen Leonida Bogenholt von Sirrenstein. Sie faltet jetzt gerade demonstrativ das Besteck vor sich, legt es so hin, dass es wohl offensichtlich nicht geschmeckt hat, tüpfelt sich mit der Serviette über den Mund, erhebt sich, schiebt den Tisch so ein bisschen nach vorne beziehungsweise den Stuhl nach hinten. Ja, Lan, es ist Schlafenszeit. Würdest du bitte dafür sorgen, dass die Kinder eine gute Nachtgeschichte bekommen oder ein Lied vorgesungen bekommen? Aber danke. Selbstverständlich. Oh ja, wir haben gute Trollzacker, die können gute Lieder singen. Nein. Der Mund von Leonida wird zu einem Strich, aber sie wird nichts mehr sagen und sich dann aus dem Speisezimmer verabschieden. Schönen Abend noch, Leonida. Die Tür wird geräuschvoll geschlossen. Schlaf gut. Nun, ich werde dann wohl einmal darum kümmern. Hm? Es nennt sich entwaffnende Freundlichkeit, Yalan. Aber mir wollte nicht mitkommen und den Kindern eine Geschichte erzählen. Ich? Ich bin mir sicher, ihr habt einiges auf Lager und ihr seid bei weitem nicht so abreibend wie einige der anderen. Isha erwartet mich. Ihr wisst doch. Ich bin mir sicher, die wird ein paar kleine Minuten auf euch verzichten können. Gut, welche Geschichte soll ich Ihnen erzählen? Nun, sie sind zwei, aber mir ist es egal. Ein Junge und ein Mädchen, oder? Ich glaube ja, oder? Ja. Erzählt ihnen doch von dem Prinz und dem Drachen. Kommt, ja. Das können wir uns dann überlegen. Gut, der Prinz und der Drache soll es also sein. Ja, so könnt ihr euch ebenso erheben und ins rote Gästezimmer gehen. Voltax, Rafim und Zulamin bleiben zurück. Er hat gar nicht aufgegessen. Ja, ganz schön unhöflich.
Was soll man zu der Frau sagen? Ja, mir würden schon einige Sachen einfallen, aber die sind alle nicht nett. Er hat sich offensichtlich noch nicht eingelebt. Und die Pilzsuppe war sehr lecker. Sagt mal, wollen wir jetzt wirklich diesen Schiffsnamen nehmen? Ich bleib zwar selber hier, aber ich finde, der ist nicht so gut gewählt. Ich weiß nicht, ob man das auswürfeln sollte. Ich glaube, man sollte einfach einen nehmen und ja dann. Ich meine, wenn man das Schiff einfach anpinselt, kann ich dafür sorgen. Und dann kann man sie auch nicht mehr umstreichen, das bringt Unglück. Weiß jeder. Nee, also Drachentöter ist schon gut. Weiß ja. Und alles selber der Drachentöter. Ja. Ich weiß nicht, ich könnte mir schönere Namen vorstellen, aber Fex hat gesprochen. Ja, jetzt ich denke nicht, dass wir uns dagegen stellen sollten. Also ich hätte auch lieber den Bewissen von Trollsack gehabt, aber das ist halt jetzt nicht so gekommen. Und ich meine, dann ist es halt so. Altinion Alquatiel. Drachentöter auf Tolamidia. Was hat Klang? Na gut. Ja, wie geht's jetzt weiter? Morgen dann in die, morgen ist Rohalstag, ja? Ja, morgen setzen wir uns in eine Taverne und dann gucken wir uns mal die neuen Männer und Frauen an. Gut. Was machen wir jetzt noch? Spielen wir ein bisschen Rot und Weiße Kamele? Rafim, ich habe von Voltax gehört, dass du weißt, wie es geht. Also, ich habe zu Hause noch ein... Wir können gerne noch ein wenig spielen. Wie bitte? Wir können gerne noch ein wenig spielen, aber was sagtet ihr? Habt ihr das Spielbrett aus Mendena noch? Also, ich habe zu Hause ein oder zwei oder sieben oder vielleicht auch 14 Mal gespielt. Und ich verliere sehr häufig, wenn man sich die Regeln nicht während des Spiels ausdenken darf. Was zu ein oder anderen Prügelei geführt hat. Ich glaube, ich kenne die Regeln nicht. Oder die haben sich alle abgesprochen. Also, ich kenne die Regeln auch nicht. Aber vielleicht kann ich sie euch nochmal erklären. Natürlich nur, wenn ihr Lust habt. Wir haben heute Abend eh nichts mehr zu tun. Leonida ist sauer und Jalan ist... Nun ja, unter Pantoffel. Ja, also eine halbe Stunde habe ich bestimmt noch und dann... durch die Steinwand gedämpft könnte Jalan leise singen.